Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt, um die besten Laptops für Budgets unter 500 Euro zu entdecken. Aber bevor wir anfangen, erinnere ich Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die neuesten Nachrichten nicht verpassen. Los geht's, lassen Sie uns herausfinden, welches die 7 besten günstigen Laptops sind. Von Acer signiert, bietet dieses Chromebook eine besondere, saubere und ordentliche Metalloberfläche. Der 14 Zoll Touchscreen ist mattiert, was die Ablesbarkeit deutlich verbessert. Wir schätzen besonders die Full-HD-Auflösung. Auch die Konfiguration ist sehr attraktiv. Insbesondere die 8 GB RAM und die 1129 GB große SSD. Der Pentium N4200 Prozessor ist nicht der schnellste, aber er ist mehr als genug, um Googles Betriebssystem unter sehr guten Bedingungen laufen zu lassen. Hinzu kommt eine großartige Autonomie von etwa 10 Stunden und Sie erhalten eines der besten Geräte in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis im Moment. Sein einziges wirkliches Manko ist das Google OS, das vielleicht nicht jedermanns Bedürfnissen entspricht. Bekannt unter anderem für seine hervorragenden XPS 13 Modelle, bietet Dell auch andere recht gute Einsteigermodelle an. Und das Inspiron 15-3000 ist ein gutes Beispiel dafür. Sicher, die Vollkunststoffkonstruktion ist nicht sexy, aber das Chassis ist solide und bietet einfachen Zugang zu RAM und der Speicher für diejenigen, die mehr hinzufügen möchten. In der Tat ist die Basiskonfiguration bereits recht muskulös. Es gibt einen 8 GB RAM und eine 256 GB große SSD. Interessant ist aber vor allem der Ryzen 3 3250 Prozessor. Er bietet mehr als eine ausreichende Leistung. Dem 15 Zoll Bildschirm fehlt es ein wenig an Helligkeit, aber seine Full-HD-Auflösung ist immer noch sehr ansehnlich. Wenn Ihr Computer auf der Huawei-Webseite etwas über dem Budget liegt, ist es durchaus möglich, ihn in Ihrem Budget zu finden. Zu den Stärken dieses PCs zählen ein mehr als ordentlicher Bildschirm und vor allem eine bemerkenswerte Verarbeitungsqualität. Neben dem Metallgehäuse gibt es eine gute Tastatur und sogar einen Fingerabdruckleser. Gut gefallen hat uns auch die 3 USB-A-Anschlüsse zusätzlich zu HDMI und dem USB-C-Anschluss. Im Inneren finden wir einen AMD Ryzen 5 35000U Prozessor. In der Praxis ist die Leistung immer noch hervorragend und der integrierte Grafikteil ist in der Lage, alle leichten Spiele unter sehr guten Bedingungen zu betreiben. Was die Autonomie betrifft, so erfüllt sie die Erwartungen und übersteigt 8 Stunden. Aber Vorsicht, das 15 Zoll Format ist nicht für jeden geeignet. Das Acer Swift 3 hat ein sehr schönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, das dem Produkt einen hochwertigen Look verleiht. Er ist solide, verbiegt sich nicht unter den Fingern und hat den Vorzug, ein echter Allrounder zu sein. Wie die anderen Modelle der Reihe ist der Computer mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet, der sich neben der Tastatur befindet. Auf der Leistungsseite wird das Swift 3 von einem AMD Ryzen 5 3500U Prozessor angetrieben, der von 8 GB RAM und einer 512 GB SSD unterstützt wird. Es ist solide und die Leistung ist da. Was die Autonomie betrifft, so ist der Swift 3 als hypermobiles Gerät konzipiert, muss also die Straße halten. Ein Versprechen, das gehalten wird. Weniger als 2 Kilo auf der Waage und vor allem eine Akkulaufzeit von über 9 Stunden. Dell hat bereits 2015 eine Partnerschaft mit Google geschlossen, um ein 13 Zoll Chromebook anzubieten, aber erst Anfang dieses Jahres ist der Hersteller mit einem noch kleineren Gerät zurück. Ein Computer mit 11 Zoll, der hauptsächlich für Studenten gedacht ist. Dell folgt damit dem Schritt mit seinen Konkurrenten, um sich auf einem Markt in voller Expansion durchsetzen zu können.
Die Corona-Krise, die alle Schüler und Studenten zwingt, seit ihrem Haus zu arbeiten, wurde das Chromebook eine Lösung mit niedrigen Kosten, zusätzlich zu seinem ultra-kompakt und einfachen zu bedienen. Der 3100 verfügt über einen Dual-Core Intel Celeron N4020 Prozessor und 32 GB Speicher. Sie können zwischen 4 und 8 GB RAM wählen. Beim Bildschirm entscheidet sich Dell für ein HD-Panel, das für die meisten Zwecke ausreichend ist. Mit 1,3 Kilo auf der Waage und einer Akkulaufzeit von fast 14 Stunden hat der kleine Dell etwas zu verführen. Hier sind es die Komponenten des Gerätes, die für den Preis und seine Eleganz attraktiv sind. Es verfügt über ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display mit hervorragender Qualität. Ein Intel Celeron-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher machen es einfach, jedes Office-Tool auszuführen. Mit 64 GB Speicherplatz ist er seinen direkten Konkurrenten weit überlegen und wird Studenten, die Speicherplatz benötigen, begeistern. All dies gepaart mit dem Betriebssystem Chrome OS wird beim Multitasking Wunder wirken. Schließlich bietet dieser Ultra-Laptop mehrere Anschlüsse, darunter ein USB 3.0 und zwei USB-C. Und vor allem wird er Sie 12 Stunden lang durch den Tag begleiten. Unser letzter Computer ist ein sogenanntes altmodisches Modell, das in erster Linie für den Einsatz im Büro gedacht ist. Hier hat HP die Basisarbeit geleistet und ein gebürstetes Kunststoffchassis angeboten, das die unangenehme Tendenz hat, unter den Fingern zu knacken. Das Trackpad ist klassisch, aber vor allem reaktionsschnell und die Kunststofftastatur bleibt sehr einfach. Der Hub ist etwas kurz, aber das Schreibgefühl ist nicht unangenehm. In puncto Leistung hat HP den Rechner mit einem AMD A9-9420-Prozessor ausgestattet, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die Leistung ist bescheiden, reicht aber für Büroarbeiten mehr als aus. Was schließlich Autonomie und Mobilität betrifft, so ist dieser HP nicht das, was man einen Nomaden nennen könnte. Mit seinen 2,1 Kilo werden wir es eher zu Hause lassen, als es zu tragen. Darüber hinaus, seine 5 Stunden Autonomie lassen Sie es nicht zu weit vom Ladegerät für eine lange Zeit verlassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich dieser Computer an denjenigen richtet, die nicht viel brauchen und ein günstiges Gerät suchen. Trotz der eher geringen Leistung und der weit hinter der Konkurrenz zurückbleibenden Autonomie wird er sehr praktisch für alle sein, die einen kleinen Laptop für grundlegende Aufgaben im Haushalt suchen. Das war's schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, können Sie es gerne liken. Ich erinnere Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie nichts verpassen. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.